immerhin, es ist doch auch ein Preisgeld, das nicht unattraktiv ist. Vor allem, weil es in der Vorbereitungskampagne der Stute passt, dieses Rennen. Sie wird nach dem Hunyadi die dann eine kurze Pause bekommen und geht dann direkt nach Frankreich, nach Paris, um auf das Wintermeeting mit dem Höhepunkt wieder mit dem Prix d'Amérique vorbereitet zu werden. Dieter Marzim-Salke von Mr. Iceman. In 2 Minuten wird hier das Rennen gestartet werden. Und nachdem mit 10 Pferden das Feld heuer relativ klein ist, so sollte es eigentlich keine Schwierigkeiten beim Start geben. Ansonsten bei größeren Feldern hat es auch im Hunyadi immer wieder Probleme in den Bändern, wie es heißt, gegeben. Und das eine oder andere Hunyadi hat auch schon einen Fehlstart oder mehrere gehabt. Ich kann mich sogar erinnern, vor etwa 20 Jahren ist es mittlerweile schon her, musste sogar wegen einer Fehlstartserie das Rennen dann verlegt werden auf einen späteren Zeitpunkt, wohl am selben Renntag natürlich. Aber heute sollte es eigentlich solche Probleme nicht geben. Queen L startet als einziges Pferd mit der Vorgabe von 40 Metern. Die Pferde 6 bis 9, also Rambo, Leo, Bruline, Bills Winchester und Hawk Lauco, müssen 20 Meter vorgeben. Interessant ist, dass die Stute eigentlich nach ihrem Derby-Sieg in Schweden 1990 eigentlich schon in die Zucht gehen sollte. Stig Johansson hatte gar keine allzu hohe Meinung von diesem relativ kleinen Pferd, aber ihr Besitzer meinte, er wird nicht mehr so viele Pferde in seinem Leben sehen können und hat seinen Trainer überzeugt und gesagt, starten wir sie weiter, trainieren wir sie weiter. Und sie ist dann, je älter sie geworden ist, sie ist jetzt 7 Jahre alt, vor allem auf den längeren Distanzen immer stärker geworden. Und derzeit tatsächlich, vor allem auf den Langdistanzen, gilt sie auf der ganzen Welt als unschlagbar. Das Antreten von Queen L hat natürlich die Konkurrenz ein bisschen abgeschreckt, denn alle anderen 9 Pferde heute sind international gesehen eher nicht unbedingt erste Klasse. So zum Beispiel der Drittplatzierte vom Münchner Preis der Besten, den wir gesehen haben, der Finne Houston Lauco, hatte ein fixes Engagement für Wien, aber als die Besitzer gehört haben, Queen L startet auch hier, haben sie es vorgezogen, ihr Pferd nicht nach Wien zu schicken. Und auch der eine oder andere Franzose, der ursprünglich Wien disponiert hätte im Rennkalender, hat sich durch den Start von Queen L abschrecken lassen. Aber dieses Weltklasse-Pferd hier in der Creau zu sehen, zu bekommen, das macht das durchaus wett, dass das Rennen an sich, vor allem auch was das Wetten anbelangt, hier für die Zuschauer nicht unbedingt attraktiv ist. Aber der Start dieses Pferdes wiegt wohl alles auf. So, jetzt werden bereits die letzten Vorbereitungen getroffen, die Pferde bereits in den Bändern. Und in Kürze müsste dann das Startkommando erfolgen. Es geht also um 500.000 Schilling insgesamt. Für Wien ist das viel, international gesehen natürlich nicht sonderlich. Aber das Prestige und die Tradition dieses Rennens ist natürlich auch weltweit noch ein großer Begriff. So, das Startkommando. So, das Feld ist abgelassen worden. Mr. Iceman ist beim Start eingesprungen. Auch Vostrechny, der Russe, kam nicht gut vom Start. Somit hat sich BBT Spirit mit Heikki Korpi gleich nach dem Start einen enormen Führungsvorsprung gesichert. Der aus Finnland stammende Hengst, der jetzt in Holland trainiert wird, an erster Position, dahinter folgt dann bereits Hawk Lauco mit Adi Übleis, der einen guten Start also erwischt hat. Daneben außen der wieder parierte Mr. Iceman. Dahinter folgt dann der deutsche Rambo, dann vor Barbara Neumeier mit ihrem Griffin Lobel. Und wo ist Queen L? Sie hat bereits vieles von ihren Zulagen wettgemacht und taucht jetzt im Hintergrund bereits in der Nähe der ersten Pferde auf. Also schon nach einer halben Runde praktisch hat Queen L gut 30 ihrer 40 Meter Vorgaben gut gemacht.
Vorne fährt nun BWT Spirit, der macht das Tempo jetzt eher ein bisschen langsam. Dahinter liegt innen Adi Übleis mit Hawk Lauk und da sehen wir außen fährt Nummer 10, das ist Queen L. Sie spaziert offensichtlich wirklich jetzt schon in der Anfangsphase über ihre Konkurrenz. Stig Johansson lässt sich da auf gar keine Positionskämpfe ein, ist ja auch gar nicht notwendig. Und sie fährt jetzt fast schon an die Spitze nach einer Runde. Sie liegt jetzt an fünfter Position. Hier sehen wir Queen L. Für sie ist das noch nicht das enorme Tempo, das sie gehen kann. Das ist im Moment noch gar nicht notwendig. Vorne also liegt BWT Spirit, der Finne, mit Heikki Korpi. Dahinter folgt dann Hawk Lauko und Mr. Iceman. Und daneben taucht bereits jetzt Queen L auf in dritter Spur. Also so bald habe ich in einem Hunyadi noch kein Zulagpferd mit 40 Meter Handicap in der Spitzengruppe vorgehen gesehen. Und es hat wirklich bisher den Anschein gehabt, als ob die Stute das ohne Probleme völlig locker da wegsteckt und da drüber geht, wie es eben so schön heißt, einen Spaziergang absolviert. Zum zweiten Mal also die Tribünenpassage und jetzt bereits geht Queen L an die Spitze. Überläuft hier BWT Spirit und in ihrem Sog geht auch der zweite Schwede, Leo Brulein, mit. Wird aber von Adi Übleis mit Hawk Lauko in die dritte Spur geschickt. Also Übleis schenkt die Position nicht her und drängt Leo Brulein in die dritte Spur. An zweiter Stelle folgt nach wie vor BWT Spirit mit Heikki Korpi. Und vorne hat Stig Johansson hinter seiner Superstute ein sehr angenehmes Rennen. Er diktiert jetzt in der Schlussphase auf der letzten Runde das Tempo, das Kommando, so wie er will. Und die anderen können, so wie es abzusehen war, eigentlich hier nur um die Plätze fahren. An zweiter Stelle liegt unverändert BWT Spirit. Außen hält unverändert Leo Brolein mit und auch Hawk Lauko, der von den Österreichern die beste Figur abgibt, hält noch mit im Kampf um die Plätze. Innen ist der deutsche Rambo mit Willi Rode näher gerückt und liegt jetzt gleich auf mit Leo Brolein und knapp vor Hawk Lauko an dritter Position. Das Rennen geht in die Schlussphase. Entscheidende Phase kann ich eigentlich nicht mehr sagen, denn am Sieg von Queen L ist wohl nicht zu zweifeln. Ich glaube, der Fahrer Stig Johansson kann den Vorsprung, wie er gewinnt, bestimmen, jederzeit, wie er will. Also vorne Queen L, BWT Spirit an zweiter Stelle im Kampf um den dritten Platz. Kämpfen noch mit Willi Rode, mit Rambo, Hawk Lauko und Leo Brulein. So, jetzt greift BWT Spirit sogar noch die Prix d'Amérique-Siegerin an. Aber schauen Sie, wie sie sich löst. Völlig kontrolliert, ohne gefordert zu werden. Gewinnt hier Queen L programmgemäß das Hunyadi vor BWT Spirit. Dann wird Rambo dritter und an vierter Stelle kommt noch Novlan King, der weitere Deutsche. Ein bisschen enttäuschend. Hawk Lauko konnte im Finish nicht mehr ganz mithalten. Für ihn ist, glaube ich, maximal das fünfte oder sechste Geld, also ein kleines Platzgeld, übrig geblieben. Ja, das war eine Demonstration großen Traberkönnens. Also, wenn wir so oft von Spaziergang gesprochen haben, wenn er gewollt hätte, Stig Johansson, dann hätte er hier mit 100 Metern Vorsprung gewinnen können. So hat er natürlich nur das getan, was absolut notwendig war. Es war ein Scheinangriff von BWT Spirit. Der Finne Heikki Korpi hat es zwar versucht, aber kein Problem für Queen L. Und sie fügt also ihrer großen Sieganzahl von renommierten Rennen jetzt auch das Graf Kallmann Hunyadi Gedenkrennen in Wien hinzu. Sehenswerter Start von Queen L. Ein sehenswertes Rennen, auch wenn das Spannungsmoment natürlich nicht so hoch war. Aber es war schon eine echte Demonstration. Und jetzt, glaube ich, liebe Zuschauer, können Sie wirklich ermessen, wenn immer wieder die Rede davon war, das ist das beste Pferd der Welt. Mit Sicherheit auf langen Distanzen ist diese Stute nicht zu schlagen. Sie steht wirklich ihrer Konkurrenz und es gibt noch stärkere in ganz Europa und auf der Welt, als die hier heute im Hunyadi am Start war, tatsächlich überlegen. Wenn wir die Zeit noch haben, sollten wir vielleicht noch die Siegerehrung hier mitnehmen. Denn es ist sicherlich ein denkwürdiger Augenblick in der fast 100-jährigen Geschichte dieses großen Rennens, das auch schon viele renommierte Sieger und ähnlich überlegene Pferde gesehen hat. Aber solch einen überlegenen Hunyadi-Sieg habe ich persönlich noch nie gesehen. Und wahrscheinlich wird man zuletzt zurückgehen müssen in die 50er Jahre, als die damalige französische Wunderstute Gelinot hier gewonnen hat, um ein Pferd als Vergleich heranzuziehen, das an die Klasse dieser Queen L aus Schweden herankommt.
Für Queen L war das Ganze nicht nur ein Spaziergang, es war eine bezahlte Arbeit, denn sie ging vom Start weg von ihrem Trainer in die dritte Spur beordert, ihren Strich durch, musste nie zulegen, ging das, was sie wollte. Also hinter solch einem Pferd zu sitzen, muss auch für einen Trainer und Fahrer ein Vergnügen sein. Jetzt wartet natürlich ein großer Bahnhof auf das siegreiche Pferd. Und sie wird nun, wie ich sagte, eine kurze Arbeitspause bekommen, nach Schweden zurückgestellt und dann nach Paris gehen und dort das übliche Vorbereitungsprogramm auf den Prix d'Amérique abwickeln. Da gibt es drei große Rennen, den Prix de Belgique, Prix de Bretagne und der Name des dritten, fällt mir doch ein, natürlich Prix du Bourbonnais. Und dann gibt es noch einmal den Prix d'Amérique und danach wird Queen L wohl in die Zucht gehen. Und hier der große Bahnhof also für die Hunia, die Siegerin 1993. Sie gewann in der Kilometerzeit von 1:16,8, also obwohl sie unangefasst hier gewann, ist sie eine sehr, sehr schnelle Zeit gelaufen. Und bei der Siegerehrung auch ein Denkmal des Trabrennsports, Hänschen Frömming, der das Rennen auch schon mehrmals gewonnen hat. Jetzt in hohem Alter lässt sich's nicht entgehen, Stig Johansson zu gratulieren. Und das waren unsere letzten Aufnahmen hier von der Superstute Queen L, der Hunia, die Siegerin und damit zurück auf den Königlberg.